Hello people! Willkommen zurück zu Let's Play. Wie heißt das Spiel nochmal? Super Sequel 6. Heißt dieser Hacker. Stirb. Stirb du alles dreckiges. Viech. Ja, ich sage wo es euch abgehackt in Wörter. Weil ich das cool finde und sowas. Bams, biau, biau, biau. Zack, 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 zack. Oh, fuck. So. Ja, und das war's schon mit diesem Level. Also das ist wirklich sehr kurz. Also nichts irgendwie Besonderes. Okay, hier gibt's einen Secret Exit und der war auch relativ gemein versteckt. Der war wenigstens kreativ und nicht so unfair wie im Level davor. So, hier kriegt man schnell einen Dry-Up Moon. Das ist eine sehr praktische Lebensquelle, die eigentlich zu einfach erreichbar ist, aber okay. Da hat der Hersteller dran gedacht, gut. Warte, kann man da zufällig irgendwie fliegen? Nö, kann man nicht, gut. Also muss man irgendwie runter. Ich meine, im Remake, also in Teil 26, konnte man da irgendwie hoch. Okay, haben wir Japanese. Das eh keine Sau versteht. Also, die Japaner, warum machen die ihre Hacks denn nicht auf Englisch? Sie müssen auch einsehen, dass ihre Hacks von einem Großteil der Weltbevölkerung nicht verstanden werden. Diese Texte da, mein Gott. Aber jetzt die Palette düster. Das gefällt mir. Aber egal, ich schweife ab. Ja, und warum outen sich die Japaner irgendwie? Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich meine, die scheuen sich auch in der Regel vor SMB Central. Warum eigentlich, frage ich mich. Das ist mir so ein kleines Rätsel. Ja, auch Sig ist auch irgendwie darunter. Der, ich weiß, dass da irgendwie Musiken bzw. Sprites und was weiß ich da irgendwie draus herbezieht, aber selber ein Profil hat er da nicht. Der ist immer auf seinen komischen Seiten aktiv. Zack. Niau, jup. Und ab in die Päupe. Lala, lala, lala. Bamsen, stirb du Fisch. Och Menno. So, du sollst auch sterben. Fische sind hässlich. Aber ich glaube, da können wir nicht so einfach drüber weg. Nee. Diese Qualle ist zu hoch platziert. Ja, aber beim Rest kann man einfach so bequem drüber wegschwimmen. Okay. Mach mal dieses Kase. Aber Swims, die aus dem Wasser kommen, das ist eine geniale Idee. Also das gefällt mir wirklich. Das ist toll. Bams, Bams, Hilfe. Ach, Mann. Gott. Warte, vielleicht kann man hier Leben rauskloppen. Das fände ich sehr cool. Wenn das irgendwie möglich wäre. Warte, aber ich glaube, die Chancen stehen dafür gar nicht mal so schlecht. Überall könnten irgendwelche blöden Feuerwälder sein, die keiner haben will. Zum Beispiel da. Bamsen. Boah, das reicht locker für mehrere Leben. Zack, und noch ein Leben. Kubi, komm her. Kubi, auch ein interessanter Name. Sarinda. Hier haben wir einen typischen Noob-Press-Nor-Boss, also nichts Besonderes. Was war das denn, du verdammter Sack? Spring doch mal, ich habe auf diesen scheiß Sprungknopf gedrückt. Ach Mann, warum muss der ausgerechnet bei diesem scheiß Boss verrecken? Bei diesem scheiß Noob-Boss. Warum? Mami, das Spiel ist so böse zu mir. Gott. Oh, dann müssen wir diesen ganzen Dreck eben nochmal machen. Daran kann ich leider nichts ändern.
Nein, 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 du tötest mich nicht. Diese Stelle ist mir ein bisschen dangerous. Okay, kriegt man insgesamt 3 Leben, wenn man alle Koopas mitnimmt. Ich habe gelernt. So, jetzt muss man ein bisschen vorspulen. Wenn ich sage irgendwie bewusst ein bisschen, das habe ich mir irgendwie so angewöhnt. Auch wenn das eigentlich ein bisschen heißen muss. Ich weiß immer noch, dass das in der allgemeinen hochdeutschen Sprache so heißt. Ja, das weiß ich auch. Bams und zock, zock. Ach. Ich habe Angst. Angst vor diesen blöden Viechern. Wenn ich jetzt hier schon wieder sterbe, dann hau ich etwas kaputt. Da muss dieses... mein Computer sterben. Ich werde ihn aus dem Fenster schmeißen, aber das passiert Gott sei Dank nicht, denn ich habe nicht verkackt. Okay. Hier haben wir so ein Ups Athletic Level und auf diesen Koopa war ich unvorbereitet. Ich bin froh, dass er mich nicht gekillt hat und darauf war ich auch irgendwie unvorbereitet. Ja, aber darauf war ich jetzt vorbereitet. Hihihi. Zakokowski. Warte, war das ein Fehler? Okay, ich glaube, in diese Röhre hätte man reingekonnt. Wenn mich meine Sinne nicht täuschen, aber... diese Röhre hat jetzt halt Pech, es sei denn, ich verrecke gleich aus irgendeinem mysteriösen Grund. Warte, kann man da irgendwie runter? Das sieht mir auch so verdächtig aus. Nach verdächtig, so nach verdächtig nach... du kannst da runter, oder warte. Mit dem Ding kann ich doch mal ein bisschen gucken. Okay, da geht's definitiv schon mal nicht runter. Okay, das war's. So, jetzt haben wir das Level. Miau, hier kann man schön speedrunnen. Ja, und diese Speedruns sollen beweisen, ich habe Skill. Kapiert. Wenn mir nochmal Dark DLP O2 mit ich habe keinen Skill kommt, dann muss er sterben. Bamsen und... warte, da oben ist doch irgendwas. Okay, hier kann man dann rein, also man muss in die gleiche Röhre. Aber zurück für das doofe Secret Exit und ja, dann hat man's. Ist eigentlich sehr kreativ gemacht. Das einzige wirklich Unfaire war, war dieses eine mit der Röhre, aber ich glaube, der wollte einfach nur... So, warp's da. Ja, und wir haben Custom Music und hier erwarten uns ziemlich besondere Level eigentlich. Ja, aber das machen wir erst später. Das Beste kommt immer zum Schluss, oder fast. Hier ist auch irgendwie noch so eine extra Special Secret Welt versteckt, also seid mal gespannt. Und ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu sehr gespoilert. Zack, Mämsen. Flieg, Mario, flieg! So, Midway Point, komm her. Heuer, 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 ho! Heuer, 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 ho! Ja, so sprechen Japaner. Okay, also das ist relativ easy peasy pissig. Ich hätte den Midway Point eigentlich auch gleich überspringen können. Das ist die Hardcore-Variante. Okay, wo machen wir weiter? Hier. Oh, ich habe erst 9 Minuten, aber trotzdem schon die halbe Welt, die eigentlich ziemlich umfangreich ist. Und da kommt ein Viech von Himmel geregnet, also aufpassen. Ich kann euch nur ans Herz legen, hier aufzupassen. Mehr nicht. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Zack. Blaue Blöcke, also das ist schon vorteilhaft. Wenn man hier alle Switches drückt, also schön nochmal alle Secrets mitnehmen. Nächster Tipp, weil manche Leute sind ja irgendwie zu faul, um einen Hex ja nur bis zum Final Castle irgendwie durchspielen zu müssen. Da werden die sowas erschwert oder noch schlimmer, die benutzen Safe States. Das geht immer gar nicht hier. Einfach so mal 30 Safe States zu benutzen, das geht auch nicht. Das darf man doch nicht, das ist gesetzwidrig. Safe States. Leute, die Safe States verwenden SMW-Hex, die keine Kaiser-Hex sind, gehören geschlagen. Ah, fuck. Ich dachte, vielleicht da oben ist was. Das wäre auf jeden Fall so ein typisches... Ach, Mann. Ich glaube, ich werde die Viecher nie los.
so ein typisches seegisches Secret, wenn ich das so nennen kann. Also der Typ versteckt da gerne irgendwas. Nö, aber da ist nichts. Schade. Hatte mir jetzt da etwas erhofft, etwas Ultimatives. Aber man kann ja bekanntlich nicht alles haben. Oh, und wenn ich sterbe jetzt, das wäre irgendwie so typisch. Nö, tue ich nicht. Dann ist ja gut. Ah! Also, ich dachte schon, jetzt wäre das Spiel gefreezt. Ach du Kacke, habe ich mich erschreckt. Was wäre es ja noch, wenn jetzt der Hang freezt, mein Gott. Okay, bei diesem Geist, also ich glaube, das war exklusiv in diesem Sigwald-Teil. Also, Sig hat es für nötig befunden, das im Remake wieder rauszunehmen. Zu Recht, denn ich fand das ein bisschen doof. Also, hier musste man durch irgend so eine blöde Tür rein. Und irgend so eine blöde Tür war die richtige. Meine ich zumindest. Ja, und warum gehe ich immer in die erste? Oder musste man durch so eine Türen-Kombi? Aua, ich meine irgendwie, als ich beim Versuch, dann nehme ich das absolut nicht geschafft hatte, dass ich da alle blöden Türen durchprobiert hatte. Ich weiß es nicht. Falls ich das nicht schaffe, dann gucke ich nach. Dann ist mir das wirklich zu doof. Okay, hier haben wir einen Block, Leute, einen Block. Habt ihr so etwas Weltbewegendes schon mal gesehen? Ein Block! Okay. Aber egal, in welche Tür wir jetzt gehen, wir sind jetzt immer in einem Raum mit dem Block. Das heißt, einmal richtig haben wir es schon. Gut. Also, wir sind der Lösung einen Schritt näher, würde ich sagen. Und hier gibt es irgendwie einen verkrüppelten Buhu. Jedenfalls kriegt er irgendwie Sprite Legs. War mindestens zum... Ja, und jetzt ist dieser Block noch weiter unten. Das hat auch irgendwas zu bedeuten. Ja, und da ist ein Geist. Direkt vor der Nase. Jedenfalls war dieser Buhu am Ende da irgendwie verkrüppelt. Früher. Okay. Jetzt verstehe ich dieses Level. War es das jetzt? Jetzt ist dieser blöde Block ja jetzt ganz unten. Ich hoffe, das war's. Wenn nicht, dann muss dieses... dann werde ich diesen Egg wieder mit Todesdrohung betiteln. Ich traue diesem Hersteller durchaus zu. Ja, dass man da oben hin muss. Aber da oben ist nichts. Der reinste Betrug. Jetzt bin ich wieder am Anfang. Der reinste Betrug Nummer 2. Ach Leute, das ist doch zum Kieken. Ja, aber es war irgendwie naheliegend, dass das so eine blöde Falle ist. Aus irgendeinem Grund. Und jetzt geht's mit jedem Mal runter. Okay, ich glaube, man sollte dann hier rein. Und dann gleich in die erste. Dann sind wir, glaube ich, schon da, wo wir hinwollen. Fast. Jetzt darf ich nur nicht durch diese blöde Röhre gehen. Man muss die anderen blöden Türen auschecken. Die könnten aber genauso gut falsch sein. Von daher ist da immer Vorsicht geboten, wisst ihr? Ja, und hier ist das Ziel. Ich bin genau in die Falle getappt. Ich habe da einen Beweis. So Leute, ich würde vorschlagen, hier beenden wir den Part. Das nächste Mal machen wir dann hier weiter. Bis dann, Tschüssikowski.